Firma Großfurtner besteht seit 1972 und ist einer der größten Schweine- und Rinderschlachtbetriebe in Österreich. Wir beziehen unseren Rohstoff aus einem Umkreis von ca. 50 Kilometer. Dies ist uns sehr wichtig für die Fleischqualität und um unseren Slogan eingefleischt auf Qualität treu zu bleiben. Unsere Hauptkunden in Österreich sind der Lebensmittelhandel, die Fleischwarenindustrie sowie Fleischereien. Unser Exportanteil beträgt in etwa 60%. Wir beliefern in etwa 20 Länder weltweit bis Japan, Korea, auch natürlich in den ehemaligen Ostblock. Wir betreiben seit 2003 die Biogasanlage in St. Martin. Die Gründe dafür waren, aus Abfällen Strom und Wärme zu produzieren in einem kontinuierlich sicheren Prozess, sich Entsorgungskosten einzusparen und sehr viel Transportwege zu vermeiden. Für diese Anstrengungen erhielten wir 2010 den Energy Award zum Thema Luftreinhaltung. Circa 85% aller Schlachtabfälle am Standort St. Martin werden täglich in die Biogasanlage eingebracht. Es wird Strom produziert mit einer elektrischen Anschlussleistung von 530 kW, Abwärme produziert, die im Betrieb genutzt wird, und der Rest ist organischer Dünger, der auf die Felder ausgebracht wird. Für die Lebensmittelindustrie ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, aus Lebensmittelabfällen Strom und Wärme zu produzieren. Dies rechnet sich und ist ökologisch sehr sinnvoll.